Wir leben Wrestling. Ember Moon verletzt. Ember Moon wird aufgrund einer Fußverletzung für eine lange Zeit ausfallen, so der Wrestling Observer. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob es sich um eine Verletzung des Sprunggelenks oder der Achillesferse handle. Eine Verletzung der Achillesferse könnte die Ausfallzeit auf ein Jahr hinauszögern. Ursprüngliche Idee zu Wyatt vs. Rollins Match. Dave Meltzer zufolge sei die ursprüngliche Idee der Kreativabteilung gewesen, Bray Wyatt einen abgesicherten Bump vom Dach des Hell in a Cell Käfigs nehmen zu lassen. Nachdem der Referee das Match nach dieser Aktion abgebrochen hätte, wäre der Fiend in Undertaker-Manier aufgestanden und hätte Seth Rollins die Mandible Claw verpasst. Nachdem es letzte Woche zu einem spontanen Ausfall der 205 Live Show kam, bewirbt WWE die Ausgabe für diese Woche. Damit wird 205 Live zumindest vorübergehend weiter ausgestrahlt. Paul Heymans Wunschkandidaten. Laut WrestleVotes sei Paul Heyman stark interessiert an Bray Wyatt und Aleister Black. Er habe den Wunsch geäußert, die beiden beim Draft für das Raw-Produkt zu gewinnen. Offizielle des Fernsehsenders Fox dagegen wünschen sich Roman Reigns und Charlotte Flair als Repräsentanten des blauen Brands. Cain Velasquez MMA-Karriereende? Laut dem Wrestling Observer hat sich Cain Velasquez aus dem Anti-Doping-Programm der UFC abgemeldet. Dies deutet auf einen Austritt aus dem MMA-Geschehen Velasquez hin. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.